Damit willkommen zur schon 29. Folge von Tagged Legends mit mir, dem Kirsch. Und wir bauen jetzt eigentlich immer noch weiter und versuchen hier alles schön wie möglich zu machen. Okay, hier können wir. Und dann können wir noch die ersetzen. Ja, müssen wir mal ein bisschen fliegen. Und dann können wir ziemlich auch bald mit unseren Erzverarbeitung machen. Ach man, verbauen. Verbauen ist meine größte Stärke. Sub, sub. Dann sub, sub. Mal gucken, ob wir das so besser hinkriegen. Na ja, gut, eins haben wir. Dann machen wir nämlich hier die Wand hin. Ja, na gut, da kommen wir jetzt noch ein bisschen her. Nehmen wir nämlich hier einen Hammer, da geht das nämlich auch zügig. Hier. Okay, jetzt haben wir nur noch das hier, Iron Blocks. Ein bisschen umschüsseln. Und zwar nehmen wir hier die. Na. Iron Plates. Hätten wir hier auch die mit gehabt? Nee. Nö. Gut, gucken wir mal hier. Die wären dort gewesen. Da wären die ja. Nö. Jetzt nehmen wir noch die Goldplatten hier rein. Ach, meine größte Stärke schlägt wieder zu. Das lassen wir erstmal mit den hier verschönern. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir es bauen können und bauen werden. Okay, da oben setze ich mal noch eine Fackel, weil da ist noch ein bisschen rot. Und dann passt das. Birke können wir noch holen. Birch. Nehmen wir mal 4 Stück. Mehr brauchen wir eh nicht für hier. Dann passt das nämlich wieder hier. Und dann gehen wir schlafen hier. Was mir eigentlich gerade noch einfällt. Oder tun wir hier schon rauspumpen? Ne, hier haben wir ja auch noch solchen Stuff. Ach, hier haben wir auch noch. Wir brauchen eine Ender Chest, eine Engine, einen Lever brauchen wir jetzt auch gleich noch, und dann passt das eigentlich, da brauchen wir bloß nur noch die hier. Das.
Und hier den Lever drauf und dann müssen wir jetzt hier eigentlich gleich alles rauspumpen. Ja. Gut, dann passt das, dann kommt das auch weg. Können wir jetzt hier wieder langsam alles angleichen, was wir ein bisschen verunstaltet haben. Rein theoretisch gesehen können wir das hier dann langsam auch mal mit Erde wieder füllen. Und hier müssen wir sowieso noch vieles begradigen. Das ist sozusagen bloß unsere unterirdische Basis. Und hier oben drüber bauen wir dann Fabrikhallen plus diesen Scheinsinn. Und dann halt noch ein kleines Dorf, eine Kirche, Friedhof. Dann haben wir glaube ich auch schon Soul Sand. Ja, und mit den Torches, die kann man ja chiseln. Torxen. Schüssel. Da können wir uns nämlich solche Kerzen hier hinstellen, neben die Grabsteine. Gibt es hier Grave? Nö, gibt es hier natürlich nicht. Allerdings, wenn wir jetzt mal was, oder? Ich mach mal was. Probieren. Oak. Komm schon. Wood. Ging das dann nicht mit denen? Nicht? Nicht. Jetzt mal die. Schauen wir einfach mal kurz hier. Just. Tun wir das. Charcoal war klar. Wooden Spikes. Oh, die haben eigentlich auch eben. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Spikes. Better Barrel. Aha. Ich dachte eigentlich, damit könnten wir noch was anderes machen. Quidem Magnum Torch. Nö. Gut, da habe ich mich vermehrt. Da können wir eigentlich mit Mikroblocks uns in Anführungszeichen Kreuz bauen. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Ich muss jetzt eher erstmal gerade gucken, wo unser Filler ist. Ach ja, gut. Aber jetzt von nicht abweichen. Wir wollten erst endlich mit der Technik anfangen. Hier wird schon unsere Runde geleitet, aber das werden wir nochmal umbauen, weil die brauchen wir nicht mehr. Oder? Na doch, die werden wir noch brauchen. Hier hatten wir jetzt Iron. Wie viel Redstone? Ach komm, jetzt nehmen wir das Redstone raus. Machen wir nämlich das neue rein. So, stellen wir uns mal kurz hier hin. Da wird das hier alles gleich hier rein. Auch sein lassen, aber wenn wir es brauchen, das lassen wir auf jeden Fall. Und dann tun wir uns hier drüben jeweils noch eine Anlage runterbauen und jetzt haben wir definitiv sehr viel Red Matter. Gut, das habe ich mir bei jemandem abgeguckt, oder er hat mir einen Tipp reingeschrieben. Danke an jenes spielt und jetzt wird hier alles fleißig rausgepumpt. Wunderbar, eigentlich müsste da demzufolge dann die andere Quarry fertig sein. Naja, das lassen wir. Jetzt bräuchten wir unseren Macerator langsam, den habe ich ja hier drüben schon reingetan. Und zwar suchen den Emerald, ach ja, das hab ich den schon hier drinne. Mehr, ja, haben wir auch drin, wunderbar. Hm.
Oder hab ich den schon? Haben wir den noch oben? Eigentlich nicht. Nee, habe ich schon abgebaut. Jetzt kommt nur die Frage, wo ich ihn hingesetzt habe. Wir haben einen Generator, den brauchen wir nicht. Erstmals nicht. Okay, jetzt beginnt die Suche. Okay, das können wir hier auch abbauen. Ah ja, hier hat man jetzt ein bisschen was gespeichert. Die haben EMC von 256. Und lassen wir mal hier ein bisschen umwandeln. Die tun wir abbauen. Nämlich hier bloß das Innere um. Ist ein bisschen nämlich zu viel gewesen. Wo habe ich den hingetan? Oder habe ich den hier noch? Ne, ist nicht hier drin. French. Die haben wir drin. Ja. Die ist jetzt hier drin. Das andere Zeug tun wir endlich wieder mal hier rein. Was wir nicht brauchen. Und den Rest tun wir hier rein. Block of Gold, Filler, Iron Ore, Energy Condens. Ach komm, rein damit. Gut, also müssen wir jetzt noch einen Messerator bauen. Von Industrial Craft. Nehmen den Messerator. Versteckt sich wo? Iron Furnace. Electric. So und halt so. Messerator. Wir brauchen erstmal den normalen Maschinenblock. Brauchen wir Copper. Rubber. Und dann machen wir uns erstmal ein paar Copper Cable. Flup. Nochmal. Und Kopf haben wir ein bisschen zu viel gehabt, aber macht nichts. Also dann brauchen wir Refined Iron. Nehmen wir mal einen Stack. Stack. Kopf. Eigentlich nicht. Wir brauchen Redstone. Okay, jetzt können wir uns die Circuits machen. Haben wir gleich mal 32. Flint. Dann brauchten wir noch Kabel und Flint. Zwei Kabel und drei Flint. Wunderbar. Und da haben wir schon mal unseren Messerator. Okay, wir müssen hier mal gucken, wo wir dann den nächste Basic hinmachen, also hier hin. Okay, hier kommt ja die Wand lang. Oder hier kommt die Wand. Also können wir hier mit dem Messerator hin. Oder machen wir hier eh hin. Dann, wir brauchen sowieso noch einen Electric Furnace. Aber jetzt gehen wir noch schnell schlafen. Und da ich jetzt eigentlich nicht weiß, wie lang die Folge ist, denke ich mal, werde ich die jetzt auch beenden. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Nachdem wir aufgestanden sind, natürlich. Gut, da kann ich mich noch mal ein bisschen belesen, in Klammern, wie Videos schauen, wie ich das am besten mache. Welche Pipes wir noch brauchen. Und dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen. Kommentiert, liked und abonniert. In dem Sinne, haut rein.